Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal haben wir uns unseren fünften Orden errungen, nämlich den Orden von Fuxania City. Eine Arena, wo verdächtig wenig Gift-Pokémon vorkam, aber gut. Und ja, nun stehen wir hier vor der, beziehungsweise in der Saffronia City Arena und ihr seht es wahrscheinlich schon im Rahmen, es hat sich was am Team geändert. Ich habe mal Tangulist und Manette ins Team genommen. Und dafür Nidoking und Knogger erst einmal aus dem Team rausgenommen. Ganz einfach, weil mit Sumpex haben wir bereits einen Boden-Pokémon, deshalb brauche ich nicht noch Knogger oder Nidoking. Und Nidoking habe ich rausgenommen, weil in einer Psycho-Arena ist es nicht gerade von Vorteil, ein Gift-Pokémon drin zu haben. Und damit wir etwas Effektives gegen diese ganzen Psycho-Pokémon hier in der Arena haben, habe ich mir mal gedacht, komm, tu mir mal Tangulist rein als Unicht-Pokémon mit Stab Pfinte. Hat es zumindest ein Stab-Move, eben ein Unicht-Move, der auch immer trifft. Und ja, Gigasauger habe ich mal noch so reingepackt, weil damit es noch eine zusätzliche Pflanzenattacke hat, auch wenn der Spezialangriff, ja, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht im Vergleich zum physischen Angriff. Ja, und mit Mogelhieb können wir nochmal ganz am Anfang immer ein kleines bisschen Schaden zufügen. Und Klingensturm habe ich aber mal so reingepackt, weil es ist eine Attacke, die passt zu Tangulist. Ja, dann hätten wir noch Banett. Hat jetzt nicht gerade so viele gute Attacken. Nachtnebel, ja gut. Ist in Ordnung, um eben konstanten Schaden, eben 40 KP bei Level 40 zu machen. Und Finte, ja, damit es eben noch eine effektive Attacke gegen Psycho-Pokémon hat. Und ja, mit Irrlicht können wir eventuell noch ein bisschen extra Schaden immer machen. Und ja, ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Alles nur auf Level 40, wie ihr hier sehen könnt. Ich denke mal, jetzt haben wir relativ gute Chancen, auch hier in der Arena zu bestehen. Und jetzt muss ich mich hier erstmal wieder durchkämpfen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind genau. Ich weiß noch, es war irgendwo bei einer Hexe. Oh, jetzt bin ich einen Weg zurückgegangen. Scheiße. Irgendwo bei einer Hexe sind wir stehen geblieben. Das weiß ich noch. War das hier? Das weiß ich gerade nicht. Kann sein, dass es hier war. Gegen dich haben wir schon gekämpft. Okay. Gegen dich aber noch nicht. Gut. Dann sind wir jetzt erstmal... Sabina ist jünger als ich. Ja, schön für dich, dass sie, dass du älter bist und deutlich schlechter bist als sie. Mohaha. Vor allem mit einem Geistgift-Pokémon in einer Psycho-Arena. Ja gut, du hast einen Vorteil gegen Psycho-Pokémon, aber auch einen Nachteil gegen Psycho-Pokémon. Da kommt es dann eben darauf an, wer am meisten Damage austeilen kann und am meisten Damage einstecken kann. Mit einem Alpollo und einem Nebulak würde ich mal sagen, eher die Psycho-Pokémon. Wobei die ja schon guten Damage austeilen können, klar, aber die stecken halt nicht gerade sehr viel ein. Wobei, ich glaube, Gengar sogar ein bisschen besser in der Verteidigung als Simsala. Du gegen mich, unser Pokémon soll kämpfen. Okay. Keine Probleme. Pandora, die Büchse von Pandora. Oder, das war doch Pandora, ne? Ich meine schon. Bin bei sowas nicht so ganz bewandert. Ich bin ja allgemein nicht gerade so jemand, der viel Filme guckt. Ich gucke eigentlich so gut wie gar nichts mehr wirklich. Ich bin sozusagen nur noch auf YouTube unterwegs. Wie sieht ein Banett vom Backsprite aus? Es sieht irgendwie so winzig aus. Na gut, Banett ist jetzt nicht gerade das größte Pokémon, aber der Backsprite sieht da schon ein bisschen im Vergleich zu Nebulak. Nebulak ist auch nicht so groß. Natürlich. Nebulak ist jetzt auch nicht gerade so das größte Pokémon, von daher, es passt nicht so ganz. Komm, Treff. Dankeschön.
Ich weiß es allerdings auch nicht mehr, war Finte hier physisch oder speziell? Laut dem Damage her würde ich mal sagen physisch, ne? Wäre zumindest von Vorteil, weil so eine physische Attacke wäre mir schon lieber. Weil, ja, Tangulist hat eben den besseren physischen Angriff, Manette ebenfalls. Von daher wäre es für mich selber von Vorteil, wenn Unlichtattacken physisch waren. Ich weiß es aber echt nicht mehr, ob das so war. Ich meine, Geistattacken sind ja auch physisch in der dritten Generation, meine ich. Von daher, jo. Oder es war doch. Es war physisch, ne? Gehe ich jetzt eigentlich gerade wieder den Weg zurück? Wenn ich gegen den Typen da schon gekämpft habe, dann ja. Und ja, ich habe auch ein bisschen mal meinen Beutel entschlackt, wie ihr hier eventuell sehen könnt. Ich habe mal ein paar Hyperheiler gekauft. Dafür habe ich die ganzen anderen Heil-Items verkauft. Jo. Nimm nur Platz weg. Ich habe eh eine Tränkeregel, von daher brauche ich das ja nicht. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist super. Machen die unsere Psychokräfte Angst? Nein, nicht so wirklich. Da war die Arena von... Wie hieß der Typ? Jens. Ich meine Jens, genau. Da war die Arena von Jens aus Jotun ein bisschen gruseliger. Als ihr jetzt seid. Oder auch der Pokémon-Turm, der war auch ein bisschen gruseliger als ihr. Flagman. Ja gut, Ampharos. Damit wir mal ein bisschen Abwechslung haben, ne? Immer nur mit Tangulus zu kämpfen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Wir wollen ja ein bisschen Spannung. Na gut, Spannung ist relativ. Sehen, weil ja, ich habe hier eben ein paar ganz brauchbare Pokémon jetzt. Und jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr Typenvielfalt im Team. Bisher war der Bodentyp ja relativ stark verbreitet. Zauberblatt, okay, mach du mal. Und jetzt haben wir mal wenigstens... Ja, ich glaube, wir haben jetzt gar keinen Doppeltypen mehr. Gut, Patimos sind natürlich noch mal ein bisschen bulkier als so ein Nebulak. Von daher ist es schon mal klar, dass dieses Patimos ein bisschen mehr aushält. Es ist schließlich nur eine Finte und Finte ist jetzt nicht gerade so die stärkste Attacke. Na, ob wir das schaffen? Ein angeschlagenes Kadab. Ja gut, wenn Kadabra hier mit Genesung ankommt. Oh, natürlich überlebt es auch noch. Was soll denn das? Hier, Banette ist nur ein Geist-Pokémon. Die kannst du auch mit Psycho-Attacken angreifen. Das weißt du schon, mein Freund, oder? Das weißt du hoffentlich schon. Also wieso machst du das nicht? Ich muss es nicht verstehen. Na gut. Gegen den hier müssten wir dann wahrscheinlich auch noch kämpfen. Ich heile nochmal ganz kurz Banette. Ich werde jetzt auch gleich nicht mehr extra noch ins Pokémon Center zurückgehen, weil ich bin ja eine volle Ratte, das wissen wir alle. Oh, haben wir schon besiegt. Haben wir auch schon. Gehe ich gerade wieder den Weg zurück. Irgendwie glaube ich, ja, ich gehe gerade wieder den Weg zurück, oder? Ja, ich glaube, ich gehe wirklich... Oder? Ich weiß es gerade nicht. Oder habe ich hier schon jeden besiegt? Nee, gut. Ich bin nicht den Weg zurückgegangen. Das ist super. Ja gut, ich würde sagen, mit Tangulus können wir hier auch gut leaden. Ist auch immer unser Safe-Switch-In, weil, ja gut, was wollen die großartig gegen ein Unlicht-Pokémon machen mit ihrem Psycho-Attacken, ne? Von daher, würde ich sagen, ohne große Umschweife, lasst uns anfangen. Eine Mission hat mir deine Zukunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Jo, dann zeig mir deine Kräfte. Hier noch, auch ein bisschen
in ihren Domina-Kleidung. Weil, ja, in Hard Gold Soul Silver sieht sie ein bisschen normaler in Anführungsstrichen aus. Wie eine, ja, wie ein normales Mädchen, würde ich mal sagen. Da fände ich sie auch auf jeden Fall ein bisschen hübscher als hier, aber gut, ist jedem selbst überlassen, würde ich mal sagen. Ich hätte auch, ja, okay, ich glaube nach dem Damage jetzt hier, ja, Unechtattacken sind speziell, okay. Das ist gut zu wissen. Das ist in der Tat gut zu wissen. Und ihr Kadabra ist auf Level 38, also doch ein bisschen höher, als ich erst vermutet hatte. Aber das ist in Ordnung. Omod, ja gut, da können wir da mal mit Glurak rein. Ich glaube, bisher hätten wir auch ganz normal, ohne irgendwelche extra neuen Pokémon ins Team zu nehmen, kämpfen können. Weil, ja gut, Omod hätten wir ganz normal mit Glurak jetzt besiegen können. Machen wir jetzt auch gerade. Mit dem Crit. Warum auch nicht? Kadabra hätten wir wahrscheinlich auch noch relativ easy besiegen können. Pantimos. Ja gut, komm. Tangulist. Mach du mal weiter. Unser MVP in dieser Arena. Yay. Pantimos hätten wir wahrscheinlich auch noch. Wieso mache ich eigentlich einen Mogelhieb? Hätten wir safe Schaden am Anfang immer. Vielleicht. Nee, geht ja gar nicht. Es geht ja immer nur, wenn das eigene Pokémon reingewechselt wird. Ja gut, dein Gedankengut bringt dir jetzt auch nichts mehr. Du bist jetzt eh down. Du gehst jetzt eh down. Yeah! Der geht da down, Bitch! Tangulist erreicht noch ein neues Level Up. Das ist doch wunderbar. Und da kommt ihr Simsala. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ihr Simsala irgendetwas gegen Tangulist ausrichten? Wenn es sich hochboosten kann und wirklich noch was hat, womit es Tangulist Schaden zufügen kann und das auch noch gut, dann könnte es sogar nochmal knapp werden. Aber okay, das wird ein Tree-Hit. Weil, ja gut, er kommt nur mit Gedankengut an, also gehe ich mal davon aus, dass er nichts hat, womit er uns Schaden zufügen könnte. Oh, ja gut, ein Crit neutralisiert das natürlich. Die positiven Werteerhöhungen. Das ist wunderbar und damit hätten wir uns den Sumpforden redlich verdient. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deine Befehlen folgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese Themen von mir. Gedankengut. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Wenn's denn so einfach wäre, ne? Ich weiß gar nicht, wäre es wirklich irgendwie möglich, also in der realen Welt, so etwas zu können? Man sagt zwar, wir reizen unser Gehirn nicht wirklich aus, aber das stimmt ja, soweit ich weiß, nicht. Unser Gehirn wird schon ziemlich stark ausgereizt am Tag. Selbst durch kleine, also selbst bei Kleinigkeiten wird das Gehirn halbwegs gefordert. Von daher wäre es irgendwie möglich. Ich glaube eigentlich normal nicht, dass man irgendwie psychokinetische Kräfte erlangen könnte. Irgendwie bezweifle ich ja, dass das wirklich möglich wäre. Aber gut, vielleicht wird das irgendwann mal wirklich machbar sein. Aber dann wahrscheinlich auch nur mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln. Und dann wäre es ja nicht mehr das, was man sich so vorstellt. Na gut, komm. Nein, Misslick. Wir haben jetzt 6 Orden. Das ist schon mal super. Und ich würde jetzt sagen, wir bringen einfach mal ganz kurz Glurak Fliegen bei. Für Rauchwolke, das setze ich eh nie ein. Von daher kann mir das einfach mal verlernen lassen.
Schwuppdiwupp und Maschine bereit. Und Glurak erlernt fliegen. Wunderbar. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, dann können wir uns schon mal auf den Weg... Ja gut, wo gehen wir jetzt hin? Eigentlich müssten wir jetzt zur Zinnoberinsel gehen. Dort wartet nämlich die nächste Arena auf uns. Wir könnten allerdings auch mal kurz zur Route 10 zum Kraftwerk gehen. Wir werden dort, also dort gibt es ja ein legendäres Pokémon, das wir uns in der Theorie fangen könnten. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Deshalb werde ich das auch nicht machen. Ich möchte eigentlich keine Legis fangen, also ich werde das schon zeigen mit den ganzen Legis, aber ich werde sie nicht fangen. Oh, jetzt gibt es sogar noch einen Trainer. Okay. Ich werde dort nur reingehen, ein Pokémon fangen, also ein ganz normales Pokémon fangen. Und ja, dann die... Bist du ein Pokémanic? Nein. Na gut, ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, so verrückte Typen wie du bin ich jetzt nicht. Level 29, ja gut, wir hätten hier natürlich, na gut, eigentlich gar nicht. Wir hätten hier erst nach der 5. Arena hingehen können. Von daher, der Typ ist ein bisschen schwach auf der Brust. Dafür, dass wir erst so spät hier hätten kommen können. Ein Schlurp. Ja gut, jetzt habe ich natürlich kein Pokémon mehr mit einer Kampfattacke im Team. Na gut, komm, bleiben wir einfach mal drin. Machen wir auch nicht. Ja, ein Kampf-Pokémon wäre vielleicht mal gar nicht schlecht. So ein Marshock, Machomai oder sowas. Könnte definitiv nicht schaden. Weil es gibt hier schon einige Pokémon, wo man mit dem Kampf-Pokémon auch schon ein bisschen weiter käme. Gerade die ganzen Normal-Pokémon und all, die es hier ja noch gibt, die können wir eigentlich ganz gut dann mit, auch mal handeln. Wenn du was Stab-Kampfattacke, wäre das schon nicht schlecht. Na gut, wir gehen jetzt erstmal ins Kraftwerk. Finde die Musik ja auch cool. Top-Trank. So, hier müssen wir jetzt aber ein wenig aufpassen, weil es hier auch statische Encounter gibt. Und zwar in diesen Pokebällen und die will ich erst einmal nicht haben. Weil ich weiß, ja gut, die müssten eigentlich auch gerandomized werden, aber ich will einen normalen Encounter haben, weil das sind normalerweise immer Elektroball. Und ich will keinen Elektroball. Na gut, auch Voltoball kann es sein. Okay, Voltilam haben wir schon in Form von Ampharos, das heißt, Dupes brauche ich nicht zu fangen. Was gibt's hier sonst noch so Schönes? Na komm, ein Pokémon. Und ein Kusilla, Ein Psycho-Eis-Pokémon. Was als Rosana natürlich gar nicht mal so schlecht ist, aber es ist halt auch eine Glaskanone. Aber wir hätten damit in der Theorie ein Pokémon, das wir auch in der Pokémon-Liga gebrauchen können. Gegen Siegfried. Mit seinen Drachen-Pokémon. Rosana ist ja ein schnelles Pokémon und es kann gut austeilen. Es hat nämlich einen relativ hohen Spezialangriff und von daher könnten wir damit eigentlich ganz gut was anfangen. Wenn es jetzt natürlich drin bleiben würde. Dankeschön. Und ja, eventuell wäre... Kusilla, es wippt Milkomf langsam vor und zurück, als versuche es, jemanden zu küssen. Ja, das Kuss-Pokémon, ne? Liebevoll auch die, ja gut, ich sag's mal nicht, aber... Nee, ich sag's mal nicht. Vielleicht könnt ihr euch ja denken, was ich meine, ne? So, was... Achso, hier war gar kein Voltoball, das ist in Ordnung. Gut, wir gehen jetzt natürlich noch das Kraftwerk ein bisschen ab. Wir wollen uns ja noch das Legi angucken, welches hier
Was war das gerade? Ein Bodogel, oh. Ja gut, da bin ich mit Rosana eigentlich... Hä? Achso, ich dachte, ich wäre auf Flucht gegangen und nicht auf Pokémon. Da bin ich mit Rosana eigentlich doch zufrieden. Weil, was will ich mit so einem Kack-Bodogel? Das Vieh kann eh nichts. Donner, Gut, ist jetzt nicht so brauchbar wie jetzt eine Donnerblitz, aber man kann was mit anfangen. Werde ich wahrscheinlich nie nutzen, aber nice to have, würde ich sagen. Okay, dann ist der andere ein Voltoball. Ein Gewaldro. Alter, wie geil. Ja gut, Gewaldro ist natürlich schneller. Aber Hammer, ein Gewaldro, das hätte ich echt gern gehabt. Gewaldro ist übelst geil. Ein starkes Pflanzen-Pokémon. Ein Starter. Hätten wir in der Theorie auch bekommen können. Aber wir haben es nicht. Naja. Ja, und da unten ist Zapdos, was allerdings auch gerandomized werden sollte. Aber was es sein wird, werden wir erst im nächsten Part sehen, denn ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut hier. Das war's mit Pokémon Vollrot Randomizer Nuzlocke für heute. Wenn euch der Part gefallen haben soll, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns anschauen, was für ein Ligi das da unten ist und uns dann wahrscheinlich Richtung Zinnoberinsel aufmachen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.